Wir kommen nochmal zu Gerion Für. Sie haben ihn schon kennengelernt. Er hat hier das, wenn ich richtig informiert bin, dieses 5G-Netz hier in der Fabrik auch mit aufgebaut. Ne? Ja, so jetzt. Hier einmal übers Kabel rübergesprungen und da ist er wieder. Ja, wir können hier mal zeigen, an was Sie sich, wenn Sie nicht nur Entwickler, Anwender sind, sondern Unternehmen und sich für so ein 5G-Netz interessieren, was das technisch überhaupt bedeutet. Gut, jetzt können wir nicht 5G, das Netz nicht sichtbar machen, aber was es an Hardware bedeutet. Und dafür haben wir Dr. Gerion Für nochmal bei uns. Bitte schön, Gerion. Dankeschön. Ja, ich möchte einfach nochmal mit der Folie anfangen, die wir eben schon mal im Vortrag gesehen haben. Quasi unsere Ende-zu-Ende-Lösung, wie sie auch hier in der Smart Factory im Grunde installiert ist. Im Serverraum der Smart Factory steht der, der Mac-Server eingebaut, in das Netzwerk hier voll integriert. Und hier im Boden sind überall Netzwerkdosen eingebaut und entsprechend durchgepatcht ist dann auch das Ethernet-LAN-Netzwerk für die Basisstation. Und eine Basisstation, nämlich diese hier, das ist die 5G-Basisstation, die habe ich, ist aktuell prominent hier unten auf dem Tisch, dass wir sie gut zeigen können. Im Endeffekt wird sie unter die Decke geschraubt werden, sowie auch WLAN-Access Points direkt unter der Decke hängen. Aber jetzt für die Demo ist das hier unten, glaube ich, schöner. Und ich wollte ja jetzt hier in der Demo ein bisschen genauer auf die grafische Oberfläche eingehen. Wir hatten ja eben nur den Screenshot hier gesehen. Und ja, ich bin über das WLAN hier vor Ort jetzt mit dem Mac-Server verbunden und in der Maintenance-Ansicht. Und wenn man sich das erste Mal anmeldet, ist das sozusagen das Bild, was sich einem bietet. Man hat so ein paar statische Informationen, welche Release, welches System man hier gerade am Laufen hat, welche Uptime und die Gesamtauslastung kann man da gut sehen. Dann haben wir hier, ist das auch ein schönes Beispiel, die Smart Factory hat ein 5G-Netzwerk und ein 4G-Netzwerk hier am Laufen, beides gerade parallel aktiv. Und darunter gibt es drei Punkte, die wir einstellen können. Zum einen ist es das Core-Netzwerk. Wir können ja mal hier in das 5G-Netzwerk reingucken. Das lässt sich vielleicht, wenn wir wieder die WLAN-Analogie nehmen, vergleichen mit, wie ich konfiguriere mein WLAN, mit dem Namen, mit dem Schlüssel. Und das ist hier im Grunde dieser PLMN, ist der Name unseres Mobilfunknetzes. Und dann haben wir hier den Mobile Country Code und Mobile Network Code. Das gibt uns sozusagen auch nochmal den Namen aus 5G und 4G-Netzwerksicht vor. Und dann haben wir hier für unser 5G-Netzwerk noch zwei weitere Parameter, die auch konfiguriert werden müssen. Die Slices, also 5G kennt man ja, hört man immer wieder Network Slicing. Und um da jetzt die Einteilung machen zu können, die Benennung, kann man hier als Zahlen kodiert halt seinen Slice konfigurieren. Und ja, darunter sind noch zwei Einträge, die jeder, der mit IP-Adressen mit seinem eigenen Netzwerk hantiert, auch kennt. Die Endgeräte, die bekommen alle eine IP-Adresse zugewiesen und die kann man hier konfigurieren. Das ist im Grunde alles, was man vom 5G wissen muss. Also mehr ist aus dem ganzen 3GPP-Standard, mehr braucht man daraus eigentlich nicht mitnehmen. Das stellt man einmal ein und dann kann man diese Werte auch schon lassen. Dann, wie bei WLAN, braucht man die Access Points, das sind hier die Basisstationen, wie eben schon die 5G-Basisstation gezeigt. Die können wir hier in der GUI anlegen. Hier ist auch schon eine angelegt, das ist genau diese, die wir hier sehen. Da gibt man einen Namen, noch eine Beschreibung. Man weist hier auch eine IP-Adresse zu. Und wenn alles hochgefahren ist und funktioniert hat, steht hier in grün 5G connected. Man könnte jetzt hier noch weitere Basisstationen hinzufügen. Wenn man von uns ein System bekommt, dann ist es auch, die Basisstation ist vorkonfiguriert. Man kann sie im Grunde schließen. Man kann allerdings auch sie umprogrammieren, beziehungsweise auch Informationen von der Basisstation abfragen. Das habe ich hier jetzt mal geöffnet. Da sieht man schon ein bisschen mehr, was es alles davon zu wissen gibt. Man hat hier den
habe ich zu hoch gescrollt, den Namen nochmal stehen, den Typ, also quasi die Produktbezeichnung, die IP-Adresse von eben, die Description, dann, was auch noch bekannt sein könnte, wäre die MAC-Adresse. Und darunter kommen so ein paar mobilfunkspezifische Parameter, die man allerdings auch schon aus dem Frequenzantrag bei der Bundesnetzagentur kennt. Nämlich, welche Frequenz darf ich benutzen? Das ist jetzt hier beispielsweise 3,75 GHz. Dann habe ich hier eine Bandbreite von 200 MHz eingestellt. Und was auch ganz nett ist, wir können jetzt hier einen ungefähren Schätzwert bei bester Kanalqualität sehen, was wir im Downlink, also was können wir downloaden, wie viel Daten gleichzeitig und wie viel können wir hochladen. Also das ist hier im besten Fall, können wir aktuell mit dieser eingestellten Bandbreite das erreichen. Genau, und dann sehen wir hier unten noch so ein paar weitere Dinge, was auch wichtig ist, dass wir connected sind, dass die Basisstation einwandfrei funktioniert. Das ist so ein Teil, Basisstation, Zugangspunkte quasi konfigurieren. Ja, und dann müssen wir noch unsere Endgeräte anlegen. Das erfolgt hier über User-Equipment-Seite. Hier sind drei schon vorkonfiguriert. Über den Add-User-Equipment könnte man weitere hinzufügen. Und die zwei, die hinzugefügt sind, die liegen hier auf dem Tisch. Das eine ist, in Anführungszeichen ein ganz normales Smartphone, wie es jeder von uns haben kann. Also es muss natürlich 5G-fähig sein. Und hier in dem Szenario, da läuft jetzt eine App, wo wir die Signalqualität ganz gut sehen. Also das Szenario für ein Smartphone in der Industrie ist vielmehr so am Anfang, dass man einmal einen Walktest macht, guckt, wie ist die Netzabdeckung. Das kann man auch mit dem Evaluation Kit ganz gut machen. Kommt man ja auch ein Smartphone mit. Um einfach zu sehen, passt das jetzt? Brauche ich noch eine weitere Basisstation oder bin ich damit zufrieden? Hier ist natürlich, wir sind 1 Meter weit entfernt, alles im grünen Bereich. Ich bin aber auch eben mal die Halle hier abgegangen und so ungünstig, wie die Station hier liegt, reicht sie trotzdem aus, um hier alles abzudecken. Der viel spannendere Teil, vor allen Dingen für Industrieanlagen oder für den Live-Einsatz, ist hier unser Industrial PC. Das ist ein kleines Gerät mit Intel Atom innen drin und einem 5G-Modem. Und das Schöne ist, wir haben da drauf, kriege das jetzt hier technisch nicht ganz so leicht hin, aber im Grunde die gleiche Bedienoberfläche, nur halt aus Endgerätsicht, also aus, wie man nachher die Daten empfängt oder sich an das Mobilfunknetz anbindet. Und das Einzige, was man tun müsste jetzt, ist mit diesem LAN-Kabel hier sich anschließen mit seinem eigentlichen Industrie-Endgerät oder einfach mit dem Laptop. Dann würde man darüber ins Netz reinkommen. Und dieser Formfaktor ist eigentlich ganz, ganz günstig für den industriellen Einsatz. Vielleicht noch, was man hier auch noch machen kann auf dieser User-Equipment-Seite, man sieht einmal den Zustand disconnected, das heißt, dieses Endgerät ist gerade ausgeschaltet oder nicht angemeldet vielmehr, und den Zustand connected, das heißt, die beiden sind aktiv, um wirklich nochmal zu überprüfen, ob das auch stimmt, gibt es hier den Button, der nennt sich Ping, das heißt, wir können einmal eine Ping-Messung machen und wenn alles gut ist, steht hier reachable. So, ich denke mal, ich habe noch ein bisschen Zeit, dann kann ich noch einmal kurz die 4G-Seite zeigen. Im Grunde genau identisch. Wir haben die Parameter, die wir fürs 4G-Netz einstellen können, sind sogar ein paar weniger, weil wir dieses Network-Slicing nicht da drin haben. Wir haben wieder hier die Basisstation. Hier ist auch der Beweis, dass auch ein 4G-Netz hier gerade aktiv ist, also auch die 4G-Basisstation, eine von den beiden, die hier steht, ist eingeschaltet. Da können wir uns auch die Parameter ansehen, was hier konfiguriert ist. Genau. Was ich eben noch gar nicht gezeigt habe, wir haben hier noch einen Apply oder einen Configure-Button vielmehr. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, okay, ich habe eine andere Frequenz, die ich einstellen möchte, oder ich habe mir weitere Bandbreite bei der Bundesnetzagentur oder möchte meine Sendeleistung einfach anpassen, dann kann man das hier umstellen. 4G
bietet 10 und 20 Megahertz nur an. Bei 5G können wir bis zu 100 auswählen, also die gesamte 3,7 bis 3,8 Gigahertz, die wir als Private Campus Network nutzen dürfen. Ja, das, ich hoffe, jeder zu Hause stimmt mir zu, ist doch eigentlich relativ ähnlich oder ähnlich simpel wie auch die Fritzbox, die man dann zu Hause sich einfach kauft oder vom DSL-Anbieter zur Verfügung gestellt bekommt. Genau, das gibt es hier zu wissen. Wir haben natürlich hier noch weitere Möglichkeiten. Wir können hier noch weitere Diagnosefunktionen laufen lassen. Es gibt hier ein ausführliches Log-File, wo wir hier sogar jetzt Live-Demo Warnings sehen, dass irgendwas schiefgegangen ist oder möglicherweise nicht richtig ist. Wir können Upgrades einspielen. Das heißt, immer mal wieder gibt es von uns neue Funktionen. Wir haben auch Diagnosefunktionen oder User Guides können wir uns hier anschauen. Und was auch geht, weil es ist im Grunde eine KVM-Virtualisierung mit eingebaut. Wir können uns virtuelle Maschinen anlegen auf dem System, die wie auch immer Applikationen abbilden. Beispielsweise sieht man hier dieses Wort 5G 4i, also 5G for Industry. Das ist für dieses Projekt entsprechend eine Anwendungsapplikation, die ja für den im weiteren Projektfortschritt dann nochmal wichtig wird. An dieser Stelle wäre eigentlich jetzt geplant, auf Fragen einzugehen, weil das eigentlich dieses Setup hier dazu einlädt. Also zumindest wenn wir das in Person durchgeführt haben, war das immer so, dass jetzt dann da die Fragen eingepasselt sind. Das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ach, das geht. Das geht. Also wir haben zumindest die Möglichkeit, immer Fragen zu stellen. Wenn Sie Fragen haben, Sie haben ja rechts vom Bildschirm, ich glaube, im Chat duze ich Sie. Also wenn ihr Fragen habt, rechts im Bildschirm ist ja die Chatfunktion. Da freuen wir uns über alles, was jetzt hier noch Interesse weckt. Haben wir denn Fragen im Chat? Elias, nein, aktuell? Ehrlich, dann war es so gut erklärt, dass keine Fragen mehr offen geblieben sind. Aber schauen wir mal ganz kurz, vielleicht einmal hier durch die Halle. Wir sehen hier an der Decke eine ganze Menge aufgehängt. Ich glaube, nicht alles ist direkt 5G-Netzwerk. Was haben wir denn in so einer Station, die ich jetzt hier mehrfach sehe im Haus? Da sehe ich ja gleich mindestens drei verschiedene Gerätetypen, so wirkt es für mich. Wenn wir uns den Punkt 14 da hinten raussuchen, ja. Das ist die 4G-Basisstation. 4G? Genau, die 5G liegt hier auf dem Tisch, einfach damit man so schöner sehen kann. Ja. Die wird auch noch unter die Decke kommen. Ja. Und an der 14 ist die 4G-Basisstation. Das ist die 4G, das ist die 5G. Warum hängt die hier noch nicht? Oder anders, wo entsteht jetzt hier 5G im Gebäude? Auch in dieser Halle hier. Ja. Das heißt einfach quasi ein paar Meter höher wird die einfach noch angebracht, umgedreht. Ach, aber das ist jetzt die ganze Hardware, die hier die Halle mit 5G versorgt? Genau. Die läuft gerade. Die ist aktuell jetzt aktiv. Verstehe ich. Ich dachte, das wäre ein Beispiel, Beispielgerät. Die ist aktiv angeschlossen. Dass wir uns das mal vorstellen können. Aber das gesamte 5G und wie weit geht das? Also wie weit die Reichweite, das hat sie gesagt. Die Halle hier auf jeden Fall. Mhm. Weiter draußen war ich noch nicht. Aber ich denke mal, unser Seminarraum, der nebenan liegt, oder der Parkplatz hier, der wird auch noch mit abgedeckt. Ja. Nicht mehr so gut, weil da ist ja dann das Glas dazwischen. Ah ja, ja. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt auch. Man will natürlich eine gute Verbindung, eine vernünftige Reichweite innerhalb des Geländes, will aber auch wissen, wann Schluss ist. Stichwort Datensicherheit. Wenn so viele wichtige, essentielle Daten in der Luft sind, muss ich ja wissen, dass mein, ich weiß nicht, aus welchem Land der auch immer kommen mag, mein Hacker nicht nur einfach vor der Mauer stehen kann und Daten abgreifen. 5G hat den Vorteil, eine berechenbare Reichweite zu haben. Dieser Campus-Gedanke ist begrenzt zu halten, ist nicht falsch. Genau, ja, man kann im Grunde, man kennt das Abstrahlverhalten der Antennen und kann das entsprechend ausrichten. Und zusätzlich ist ja schon von unserem öffentlichen Mobilfunk, ist ja auch schon verstanden, wie man jetzt verhindert, dass andere mithören können. Also diese Sicherheitsmechanismen sind ja auch automatisch mit dabei. Mhm. Das heißt, da kann sich nicht jeder einfach ein Smartphone nehmen und ist im Netzwerk drin. Sondern man braucht dazu zum einen die SIM-Karte. Mhm. Gut, die kann man dafür, könnte man jetzt nicht selber konfigurieren, aber die muss dann ja auch eingetragen werden aktiv. Also da sind die Sicherheitsmechanismen von unserem Mobilfunknetz schon mit eingebaut. Wer
haftet denn oder anders, wer sorgt denn dafür, dass mein Netzwerk sicher ist und bleibt? Das muss ich als Anbieter, als Betreiber selbst lösen. Genau, der Betreiber selber ist dafür verantwortlich. Könnte das nicht Menschen von dieser Technik noch ein bisschen abhalten? Oder wie löst man dieses Problem? Weil ich glaube, das ist ja schon eine Verantwortung, die man erstmal übernehmen muss für sich, ne? Das stimmt, wobei das ja auch die IT-Abteilung bisher ja auch schon sicherstellen muss. Also da kommt eigentlich ja eine weitere Komponente hinzu, die allerdings die Mechanismen schon mitbringt und man dadurch eigentlich ja, den gleichen Leuten, die bisher das schon managen können, die gleichen Aufgaben wieder erteilt. Und das zu lernen als Sonderqualifikation ist nicht besonders schwierig? Nee, würde ich nicht von ausgehen. Also, du hast es auch studiert. Nein, das ist so schade. Traust du jedem, der sich mit IT auskennt, ja, und das jetzt schon beherrscht, beherrscht auch 5G und diese Sicherheitsverantwortung, die man neu übernehmen muss. Dr. Gerion Dürr, Dankeschön für den Vortrag. Dankeschön für diese Einsichten, die im Grunde ja nicht nur Lust machen sollen, sondern auch zeigen können, dass es alles nicht so kompliziert ist, wie es manchmal dargestellt ist. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass diesen Schritt mit meiner Firma nochmal in diesen Bereich zu gehen, ist ja dann doch nochmal etwas anderes, wenn da Arbeitsplätze dranhängen, wenn es um alles geht, diesen Schritt zu gehen. Aber du sagst, es lohnt sich. Das auf jeden Fall, ja. Es ist natürlich, wir schauen natürlich auch unter die Haube. Es ist so komplex, wie man das hört. Ja. Aber so wie wir das hier anbieten, ist das so einfach wie dargestellt. Ja. So viel Marketing sei erlaubt. Dafür hast du dir so viel Zeit genommen. Dankeschön. Bis hierher.